starke und gerechte Demokratie einzufordern. Denn nur so wird es uns gelingen, die Leute, die immer noch an fossilen Energieträgern und Umweltzerstörung profitieren, in den Griff zu bekommen. Historisch gesehen ist die Klimakatastrophe sogar ein Resultat daraus, dass manche Menschen den maßlosen Profit über das Wohlergehen aller gestellt haben. Das größte Beispiel, die Falschinformationskampagne der Ölkonzerne, die genau gewusst haben, was passiert, schon seit 50 Jahren und bis zum heutigen Tag weitermachen. Wieso fordert nicht die gesamte Bevölkerung, dass so erhaltene riesige Profite sofort dem Gemeinwohl gewidmet werden? Jedes Kind weiß, dass wenn es etwas absichtlich zerstört, das Konsequenzen hat. Wieso gilt das nicht für die Ölindustrie, wenn sie den ganzen Planeten zerstört? Und es geht noch weiter. Fast jede Bank der Welt in Österreich investiert noch in Kohle, Gas oder Öl. Das alles wird hingenommen, weil eine neue Ideologie auf den Kapitalismus draufgesetzt wurde. Mitbegründet ca. 1960 sogar von zwei Österreichern. Eine Ideologie, die ganze Zeit Steuern senken will, alles dem Markt überlässt und in dem eine Vermögenssteuer oder Erbschaftssteuer sowieso ein Tabuthema sind. Der sogenannte Neoliberalismus. Ich bin nicht allein. Genauso wie keiner von euch allein ist. Der Neoliberalismus vereinzelt uns mit gutem Grund, weil die Menschen, die ihn damals hervorgebracht haben, wussten, dass wenn Menschen sich aus verschiedensten Gemeinschaften versammeln, das den Neoliberalismus aufhalten kann.